Ja, also das ist die Spiegel-Bestsellerliste. Heute ist der 30. Januar 2022. Wie ich ja schon mal berichtet habe, auch auf meinem Telegram-Kanal hat das Buch Verheimlicht, Vertuscht, Vergessen 2022 dieses Jahr wieder einen großen Erfolg feiern können. Und zwar, indem es auf Platz 5 der Bestsellerliste gelangt war, vor ein, zwei Wochen. Und dann ist es auf Platz 11 der Bestsellerliste abgerutscht, sage ich mal, hier. Und ja, allein das finde ich schon ein bisschen schnell, ja, dass man also erst von 13 auf 5 springt und dann wieder aus den Top 10 rausplumpst sofort, denn das ist ja wichtig, die Top 10, ja. Das sind also die Bestsellerregale und die in den Buchhandlungen stehen und viele, viele Medien zeigen auch nur die Top 10 oder Rezensionssendungen im Fernsehen stellen nur die Top 10 der Bestsellerliste vor. Ja, also hier geht es natürlich um Sachbuch-Hardcover, darunter fällt es ja. Verheimlicht, vertuscht, vergessen, 22. Ja, also das nur nebenbei, das ist also gleich wieder von Platz 5 auf Platz 11 geplumpst. Und das ist aber noch nicht alles. Also das ist ja hier die offizielle Spiegel-Website. Aber dazu gibt es noch was Interessantes zu sagen. Und zwar übernehmen diese Liste auch Buchhandlungen auf ihren Websites. Und dann nehmen wir zum Beispiel mal die Buchhandlung Lehmanns. Die haben also auch die Spiegel Bestseller Sachbuch Hardcover Nummer 0522. Und wenn wir da jetzt mal runtergehen, also 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12. Hoppla. Was ist denn da passiert? Also, ich habe ja schon von Hotels gehört, ja, in denen es kein 13. Stockwerk gibt, ja. Also da fährt man dann direkt von 12 auf 14, weil manche Menschen eben abergläubisch sind. Aber ich habe noch nie von einer Bestsellerliste gehört, die also eine Stelle überspringt, eine Platzierung. Und dann einfach mit der nächsten weitermacht, ja. Also das ist, finde ich schon bemerkenswert, denn Buchhandlungen sind ja auch nicht irgendwas, sondern das Buch war schon immer ein Medium der Freiheit, der Demokratie, der Information, der freien Information, ja. Und eigentlich sollten sich Buchhandlungen dem verpflichtet fühlen und jetzt fehlt hier einfach der Platz 11. Aber um die Wahrheit zu sagen, das ist jetzt nicht etwa ein Einzelfall, sondern hier haben wir Borrow-Medien. Das ist wieder eine andere Buchhandlungswebsite. Hier, die haben Bücher, Kinderbücher, Hörbücher und so weiter. Und jetzt müssen wir mal da wieder runterblättern. Also es beginnt mit Stopp, das ist Belletristik. Moment, das ist falsch. Augenblick. Hardcover-Sachbuch wollen wir, ja, genau. Das ist also ein Sachbuch, Harpe Kerkeling, Pfoten vom Tisch. Platz 1, so. 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, jetzt wird's spannend. 12. Unglaublich, oder? Also diese beiden Buchhandlungen, sage ich mal, Lehmanns und Borrow Medien, entblöden sich nicht, ja, ist es ihnen nicht so peinlich, einen Platz auf der Bestsellerliste einfach auszulassen, nämlich Verheimlicht, Vertuscht, Vergessen 2022. Also dem kann man natürlich entnehmen, wie gefährlich dieses Buch sein muss. Hat man so viel Angst vor diesem Buch? Was ist denn da los, ja, dass man das sogar hergeht, in stalinistischer Manier aus der Bestsellerliste zu streichen? Also wer sich ein bisschen auskennt, das weiß, dass zum Beispiel Stalin ganz groß war im Bilderretuschieren. Da verschwanden also plötzlich Leute aus offiziellen Fotos, ja. Wurden drüber retuschiert und das ist ja dieselbe Gesinnung aus meiner Sicht, meine persönliche Meinung, ja. Naja, also das, ich muss sagen, es ist schon wirklich fast zum Lachen, oder? Also das ist unfassbar, wozu solche Leute fähig sind, was hier in diesem Staat möglich ist, dass selbst Buchhandlungen, die immer so freiheitlich tun, also das Buch ist ja ein Medium der Aufklärung, ja, auch und der Information, der Weiterbildung, der Bildung, der freien Bildung natürlich, dass also so Buchhandlungen anfangen, Bücher einfach verschwinden zu lassen. Und ich meine, sowas muss man öffentlich machen. Das ist ja unfassbar, was hier passiert. Und also auch in seiner ganzen brutalen Offenheit. Ja, das wollte ich nur dazu sagen. Also meine Rückmeldung vom Verlag ist, dass Verheimlicht, Vertuscht, Vergessen
hervorragend läuft. Leider mit der Folge, dass jetzt plötzlich 2 Wochen keine lieferbar sind. Keine Bücher. Ich selbst bekomme erst in 2 Wochen wieder eine Lieferung. Also von hier aus bitte ich um Verständnis an alle, die das Buch haben möchten, auch von mir persönlich, aber natürlich auch in Buchhandlungen, wo es vielleicht nicht mehr verfügbar sein sollte im Moment. Es kommt wieder. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ihr Gerhard Wisniewski.